Moin und herzlich willkommen in Warnemünde. Wir sind an Bord der AIDA Solan gekommen. Heute Abend laufen wir hier noch aus Warnemünde, sicherlich einer der schönsten Häfen zum Auslaufen überhaupt. Morgen liegen wir in Kopenhagen. Beides gibt es in diesem Video und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ich bin Sebastian on Tour und bei mir geht es um Reisen, Urlaub und alles, was dazugehört. Wenn du neu hier bist oder es bisher noch nicht getan hast, Kanal abonnieren, Benachrichtigungen einschalten und du wirst automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Gerne kannst du auch auf meiner Website vorbeischauen, sebastian-on-tour.de, dort den Newsletter abonnieren und du wirst automatisch auf dem Laufenden gehalten. Und wenn du schon länger dabei bist und mich und meinen Kanal unterstützen willst, dann freue ich mich über jeden Like und jeden Kommentar. Das Ostseebad Warnemünde ist ein Ortsteil im Norden der Hansestadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern und ein bedeutender deutscher Kreuzfahrthafen. In der Kreuzfahrtsaison 2019 wurden insgesamt 196 Anläufe von 40 Schiffen gezählt. Rund 900.000 Reisende gingen in Warnemünde von oder an Bord. Warnemünde auf einem Kreuzfahrtschiff zu verlassen, ist immer ein ganz besonderer Gänsehautmoment, weil nicht selten hunderte Menschen an der Mole stehen und das Auslaufen miterleben wollen. Die vielen Schiffe, die tagsüber Hafenrundfahrten und ähnliches anbieten, fahren abends als Begleitschiffe neben dem auslaufenden Kreuzfahrtschiff her und begleiten es, bis es den Hafen verlässt. Warnemünde und Rostock haben allerdings ein bisschen mehr zu bieten, als nur als Hafen für Kreuzfahrtschiffe herzuhalten. Ich bin im Herbst 2019 ein paar Tage hier gewesen und das entsprechende Video ist jetzt rechts oben und natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Thank you.
dänische Hauptstadt Kopenhagen gehört zu den bedeutendsten Metropolen Nordeuropas. Sie ist ein beliebtes Reiseziel und eine geschäftige Hafenstadt. Die Kommune Kopenhagen hat knapp 650.000 Einwohner, mit Umland sind es über 800.000 Einwohner. Die 1,25 Meter große kleine Meerjungfrau des Kopenhagener Bildhauers Edvard Eriksen ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde vom Brauer Karl Jacobsen in Auftrag gegeben und am 23. August 1913 eingeweiht. Eriksen hatte für die Titelfigur des Märchens von Hans Christian Andersen das Gesicht der damals in Kopenhagen berühmten Prima-Ballerina Ellen Price und den Körper seiner Frau Eline als Vorlage benutzt. Guten Morgen aus Kopenhagen. Es ist früh, sehr früh. Wir haben es jetzt kurz vor 8 und wer mich kennt, weiß, es ist gar nicht meine Zeit. Aber Vorteil für dich ist, um dieses Video zu schauen, musst du nicht früh aufstehen. Und wenn du ein bisschen was von Kopenhagen sehen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mich heute begleitest. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der Nyhavn. Diese Straße mit Giebelhäusern beiderseits des gleichnamigen Hafenarms ist Zentrum der Gastronomie in Kopenhagen. Der Kanal Nyhavn wurde 1673 fertiggestellt. Die farbenfrohen Giebelhäuser an beiden Seiten des kleinen Hafenarms entstanden vorwiegend im 18. und 19. Jahrhundert. Am westlichen Ende des Nyhavn befindet sich der neue Königsmarkt. Von diesem größten Platz der Stadt strahlen ein Dutzend Straßen aus.
An dem Platz liegen unter anderem das Schloss Charlottenborg, das heute die Kunstakademie enthält, das Alte Königliche Theater und das Kaufhaus Magazin du Nord. Das Schloss Amalienborg ist die Kopenhagener Stadtresidenz der dänischen Königin Margarete II. Das Schloss befindet sich heute im Besitz der dänischen Königsfamilie. Die Anwesenheit der Königin wird durch ihre Standarte symbolisiert. Ist die königliche Familie zugegen, findet jeden Tag um 12 Uhr die Wachablösung der Garden vor dem Schloss statt. Die vier äußerlich nahezu baugleichen Palais gruppieren sich um den Amalienborger Schlossplatz, dessen Mittelpunkt eine Reiterstatue Friedrichs V. bildet. Vom Schlossplatz führt eine gerade Sichtachse auf die Frederikskirche oder Marmorkirche zu. Das war's schon wieder mit Kopenhagen. Wenigstens ein bisschen was gesehen, das ist aber der sehr kurzen Liegezeit geschuldet. Wir sind halt leider nur 4 oder 5 Stunden hier. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Jetzt im Anschluss gibt es natürlich noch Auslaufen hier aus Kopenhagen. Wenn du das sehen willst, bleib unbedingt dran. Und morgen ist ein Seetauch, auch das gibt es noch in diesem Video. Wenn du das nicht verpassen willst, jetzt auf gar keinen Fall ausschalten. Wenn es dir bis hierhin gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt. Und wenn du Lust hast, auch in Zukunft dabei zu sein, wenn ich auf Reisen gehe, wenn ich Urlaub mache, dann solltest du diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren und dann auch die Benachrichtigung einschalten. Dann wirst du nämlich automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht, nämlich zum Beispiel gleich nächsten Sonntag. Dann sind wir in Dover. Bis dann. Ciao. Okay.